beim Automatisierer da draußen. Herzlich willkommen zu einem neuen Format und ich interviewe hier ein paar absolute Spitzenklasse-Leute zum Thema Automation, Spitzenklasse-Unternehmer. Ich wollte eigentlich schon sagen, zum ersten Format, ich habe einen Spitzensportler diesmal dabei und sehr, sehr viele erfolgreiche Unternehmer kommen ursprünglich aus dem Sport. Aber da werden wir jetzt gleich ein bisschen drüber reden. Wir werden heute mal über Automatisierung, dass ihr nicht immer nur aus meinem Munde Automatisierungstipps hört, sondern ich möchte ein bisschen reintauchen, auch wie andere Unternehmer ihr Unternehmen automatisieren und was sie schon in dem Bereich machen. Also, herzlich willkommen, Raik, bist du da? Wir können loslegen, mein Lieber, Rainer Vollgas. Hol uns mal ein bisschen ab. Wer bist du, wo kommst du her oder ursprünglich, wie bist du zu dem gekommen, was du heute machst? Ja, sehr gerne. Bei mir relativ einfach, Raik Hane, 31 Jahre alt. Ich habe aktuell 5 Unternehmungen laufen, arbeite weniger als 30 Stunden. Das heißt, Automation, ja, ist ein Riesenthema für mich. Wie bin ich dazu gekommen? In meinem Leben gibt es eigentlich nur 2 Säulen. Die erste Säule ist der Sport. Damit habe ich sehr, sehr früh angefangen. Zweiter Punkt ist das Unternehmertum. Es kam erst später, aber tatsächlich auch dort der Grundstein schon mit 16 gelegt. Vielleicht kurz zum Sport. Ich komme aus einem Trainerhaushalt. Das heißt, meine Eltern haben früher Olympiasieger und Weltmeister geschmiedet. Deswegen war es für mich ganz normal, schon im Grundschulalter 7 Trainingseinheiten die Woche zu haben, permanent immer Wettkämpfe und da Vollgas zu geben. Es war auch mein Ziel damals, Leichtathletik-Profi zu werden. Der Traum ist mit 12 geplatzt. Das war die erste harte Niederlage. Ich hatte eine schwere Herzbeutelentzündung gehabt und ja, dann war es auf einmal das Aus für mich. Ich musste umsatteln. Habe dann mit Breakdance angefangen, etwas komplett anderes, weil es ja kein linearer Sport mehr war. Bin aber trotzdem, weil ich dieses Trainingspensum gewohnt war, im Breakdance auch sehr, sehr schnell sehr gut geworden, habe mit unserer Truppe dort tolle Erfolge erzielt und bin dann durch einen Auftritt mit 17 zu meinem jetzt eigentlichen Sport gekommen, und zwar den BMX Flatland. Das kann man sich vorstellen, so wie Kunstradfahren, nur in cool. Und da war ich jetzt dieses Jahr auch bei der Weltmeisterschaft, gehöre nach wie vor zu den Top 20 der Welt in der Profiliga, habe dort ganz viele Pokale und Medaillen gesammelt, tolle Preisgelder gewonnen und mache das auch nach wie vor. Das ist einer der Gründe, warum ich mein Unternehmen so strukturiere, möglichst viel Zeit für Familie und Training zu haben. Und das Berufliche, mit 16 hat meine Oma zu mir gesagt, Mensch Raik, du kannst nicht immer nur Sport machen, du brauchst einen Plan B. Ja, was schlägst du vor, Trainer? Ja, was soll ich denn machen? Sie sagt, komm, geh mal los, kauf dir mal ein Buch und schau mal, was dich interessiert. Ich hasse Lesen nach wie vor, deswegen habe ich einen Podcast, weil Lesen einfach überhaupt nicht mein Ding ist. Da bin ich losgegangen, habe gesagt, komm, jetzt kaufst du dir das billigste Buch, damit du das für dich abgehakt hast. Ich habe mir jetzt ausgesucht, wo es ums Einband ging, das sah irgendwie ansprechend für mich aus und gar nicht mal thematisch. Und das war nachher Beraten und Verkauf von Thomas Live. Und da ging es irgendwie um so die Schattenseiten der Unternehmensberatung. Ich habe das Buch aber offensichtlich falsch verstanden, weil für mich war das so, ey, das ist ja voll geil. Das heißt, das, was du als Trainer machst, kannst du ja auch in der Wirtschaft machen. Da kannst du richtig gutes Geld mit verdienen. Mega, alles klar. Also habe ich mit 16 den Entschluss gefasst, ich werde Unternehmensberater, mein komplettes Leben darauf ausgelegt. Also ich habe nie Harry Potter oder was gelesen. Eines meiner schönsten Bücher, was ich damals gelesen habe, war Die Verschleppung des Gemeindesteuerwesens, die Vorteile für Unternehmer. Also ich bin da wirklich einen sehr straighten Weg gegangen, habe Steuerfachangestellter gelernt, habe dual BWL studiert, war bei einer Unternehmensberatung für Zahnärzte und habe dann mit 22 gesagt, alles klar, jetzt kann ich das auch alleine. Und jetzt, wie gesagt, fast 10 Jahre später habe ich sehr viel aufgebaut, habe, wie gesagt, meine 5 Unternehmen laufen, mir geht es extrem gut und freue mich einfach drauf, jetzt auch mit Podcast vielen tausenden Unternehmern das auch zugänglich zu machen, wie ich zu diesem Weg gekommen bin. Mega geil. Eine Zwischenfrage noch. Was ist denn der Kick beim Leistungssport? Oder nach was sucht man? Geht es da ums Gewinnen? Oder ich bin jetzt kein Leistungssportler. Was ist so da dieser große Kick, alles dafür zu tun? Also ich glaube, wir Leistungssportler haben grundsätzlich nicht mehr alle Tassen im Schrank. Das muss man halt einfach wissen. Wenn du in den Leistungsbereich reingehst, dann machst du damit ganz, ganz viel kaputt. Ja, erstmal schändest du deinen Körper, weil machst du normal Sport, ist das super. Gehst du in den Leistungssportbereich rein, hast du einfach massive Verschleißerscheinungen. Dann vernachlässigst du ganz viele Dinge. Ja, das heißt, wenn du wirklich zu den Top-Leuten gehören willst, musst du Familie, Beruf, alles andere dem komplett unterordnen. Sport hat oberste Priorität. Gesundheit, Körper. Das Geile ist aber, was bekommst du dafür? Klar, die Siege, die Anerkennung, das ist das eine, aber ich kenne keinen Leistungssportler, der dauerhaft davon zehrt. Es geht tatsächlich um die eigene Verbesserung. Das heißt, das Verschieben von Grenzen. Na, wenn ich überlege, ich mache jetzt meinen Sport, wie gesagt, ja auch BMX Feld, seitdem ich 17 bin. Ja, das ist jetzt auch schon quasi wieder fast die Hälfte meines Lebens. Und das Geile daran ist halt einfach, dass man sich trotzdem immer noch weiterentwickeln kann. Und du kannst dir nicht vorstellen, was es bedeutet, nach so vielen Jahren, wie bei mir beim BMX, wenn du noch neue Tricks lernst, neue Kombinationen,
was das für eine Ekstase im Körper auslöst, weil du hast so lange auf eine Sache hingearbeitet. Ich habe jetzt Tricks, da trainiere ich wirklich schon 6, 7, 8 Jahre dran und dann klappen sie auf einmal und das ist das Größte der Welt. Und dann ist da ein Typ mit seinem Minifahrrad, der auf einmal anfängt zu schreien, auf dem Boden zusammenzubrechen und sich mega zu freuen und alle denken immer nur, was stimmt mit dem nicht? Aber gut, wenn du 8 Jahre auf ein Ziel hingearbeitet hast und so einmal Klick macht, dann ist das das Geile. Und das, wie gesagt, eint jeden Sportler, diese Verschiebung von den eigenen persönlichen Grenzen, das Erreichen von eigenen gesteckten Zielen, das ist das Größte. Geil. Aber es hat ja eigentlich, wenn man sieht, du hast gesagt, du hast 5 Firmen, arbeitest 30 Stunden die Woche, hat ja eigentlich dann mit, also der Spitzensport hat ja mit Automation eigentlich überhaupt nichts zu tun, weil das ist ja eigentlich der Feind der Automation, weil das sein Körper in der Form kann man nicht automatisieren oder zumindest noch nicht. Wie kommt es denn dann oder der Weg jetzt dann zu sagen, okay, bei meiner Firma will ich nicht auch die Höchstleistung, nicht tot arbeiten, sondern ich will es automatisieren? Also da muss ich dir ein bisschen widersprechen, weil du kannst deinen Körper in ganz, ganz vielen Dingen tunen und Leistungssportler sind halt auch Leute, die immer den Weg des geringsten Widerstandes suchen. Ja? Das heißt zum Beispiel, wenn es darum geht, sich selbst fürs Training zu motivieren, auch da kann ich dir sagen, als Sportler, man hat ganz, ganz oft diese Phase, dass man sagt, ich habe einfach keinen Bock zu trainieren. So, was machst du? Bei mir zum Beispiel, früher hat das Fahrrad immer neben Bett gestanden. Meine Frau hat sich dann irgendwann durchgesetzt. Jetzt ist es zumindest ein Raum weiter und hängt an der Wand. Ich renne tagtäglich an meinem Fahrrad vorbei. Und immer wenn ich sehe, denke ich mir, boah, das ist so geil, jetzt hast du wieder Bock, jetzt bist du juckig, ja, jetzt willst du raus. So, und dann, du musst dich halt immer selber auch so durchautomatisieren, damit du es einfach hast, wenig Schwellen hast. Bei mir zum Beispiel meine Ernährung. Ich weiß, damit ich top performen kann, muss ich den richtigen Treibstoff reinkippen. Also, was mache ich? Einmal sonntags koche ich, 34 Minuten dauert der gesamte Prozess, inklusive Aufräumen. Und dann habe ich mein Essen von Sonntag bis Freitag fertig. Ich esse jeden Mittag komplett identisch dasselbe. Und das seit mehreren Jahren. Das kann man sagen, ja, absolut. Eine ganze Woche jeden Tag, okay. Genau. Und das, wie gesagt, seit mehreren Jahren. Und jetzt kann man sagen, was stimmt mit dir nicht? Richtig. Aber ich habe das mal mit Ökotrophologen entwickelt gemeinsam, speziell für meine Trainingsanforderungen, ist das das beste Essen. Das ist super gesund, verhältnismäßig das günstigste, was du finden kannst und es gibt meinem Körper genau das, was ich brauche, damit die Muskeln richtig arbeiten können. Insofern, ja, man automatisiert da ganz, ganz viel, damit du viel Zeit hast, um dich um das zu kümmern, was nur du machen kannst, und zwar die Trainingseinheit zu absolvieren. Krass, Mensch, kann man dich denn überhaupt auf eine Grillparty einladen oder ich sage, hey, ich meine, du bist definitiv besser in Form als ich, aber zu sagen, kommst du mal her, paar Bier aufmachen, Burger auf dem Grill und so, funktioniert das da gar nicht, oder? Also es ist immer ein bisschen ein besonderes Erlebnis, wenn die Leute mit mir essen gehen, weil ich bin halt sehr straight, was meinen Ernährungsplan angeht, aber zum Beispiel zum Grillfest, bei mir gibt es dann halt nur Fleisch und Pilze und fertig und dazu ein Glas Wasser, das mag für den einen oder anderen ungewöhnlich sein. Wie gesagt, das ist so, wie die Leute halt mehr darauf achten, jetzt weniger zu rauchen oder kein Alkohol mehr zu trinken und solche Sachen. Irgendwann ist das halt auch okay. Und ich sag mal, im Verhältnis zu den Leuten, die dann irgendwie theoretisch vegan sind oder was weiß ich, irgendwie eine runtergefallene Schattenfrüchte essen, würde ich sagen, ist mein Spleen noch relativ nachvollziehbar. Da hörst du den Vorteil, man kann ja sagen, du bist eigentlich 59, siehst aber aus wie 29. Das ist, kommt mir dafür zugute, ne? Also wie gesagt, es macht auf jeden Fall, wenn man mit seinem Körper ordnungsgemäß umgeht, einfaches Beispiel. Ich habe jetzt vor knapp 3 Wochen hatte ich einen Bänderanriss und Knochenanriss im rechten Fußgelenk, bin beim Squash halt hart umgeknickt und nach 3 Wochen bin ich jetzt quasi schon fast wieder bei 100%. Alle Ärzte haben gesagt, sie brauchen mindestens 6 Wochen komplette Pause. Ich habe nach 6 Tagen die erste Trainingseinheit wieder gemacht. Mein Physiotherapeut hat auch gesagt, Reik, das ist Wahnsinn, ich habe das noch nie gesehen, wie schnell dein Körper sich regeneriert. Wenn man den richtigen Treibstoff reinkippt, funktionierst du halt ganz anders. Das ist quasi, als hättest du einen Atomreaktor in dir drin. Das ist Wahnsinn. Und solche Prozesse, das suche ich. Da suche ich immer die maximalste Effizienz. Insofern, das eint uns. Ich sag nur dein Gartenthema. Stimmt, geil. Aber jetzt Automation von Essen, also hat mir auch echt gefallen. Aber wollen wir natürlich noch ein bisschen reintauchen. Vielleicht magst du mal den Zuhörern noch ein bisschen mit auf die Reise nehmen zum Thema Automation von deinem Business. Wenn du sagst, 5 Firmen, Entschuldigung, in... ich habe es noch runtergehen, also 6 Stunden pro Firma, wenn man es so rechnen würde, ja. Wenn du sagst 30 Stunden pro Woche. Was machst du da? Wieso oder hast du spezielle Ideen, wie du es automatisierst, spezielle Prozesse? Oder hast du spontan Eingebung, was du uns mit auf den Weg geben willst? Gerne, natürlich. Also ich glaube, das wird jetzt zu weit von alles zu beleuchten. Deswegen nehme ich mal einen speziellen Teil raus, an dem man das aus meiner Sicht ganz gut ableiten kann. Also mein Hauptzugpferd ist halt einfach der Podcast Unternehmerwissen 15 Minuten. Ja, das ist der größte Podcast im unternehmerischen Umfeld in der gesamten deutschsprachigen Region. Haben wir jetzt auch knapp 3 Jahre gebraucht, um den so groß zu kriegen, das muss man auch sagen.
Aber weil ich jeden Prozess irgendwann mal selbst gemacht hatte, wusste ich auch, was muss ich überhaupt noch selbst machen. Ja, früher habe ich zum Beispiel selber die Folgen geschnitten, habe ich ausgelagert an eine Agentur, die das jetzt für mich macht. Das heißt, ich muss nur noch die reine Aufnahme machen. Da habe ich festgestellt, das ganze Social-Media-Thema, das alles zu posten, wahnsinnig viel Aufwand, die ganzen Creatives zu erstellen, bla bla bla, ausgelagert an eine Social-Media-Agentur. Dann haben wir angefangen, unseren Podcast zu vermarkten. Ich habe von erster Stunde an dann eine Dame reingeholt, die als Head auf sich um das Thema kümmert. Die hat mittlerweile ein eigenes Vertriebsteam. Ich würde sagen, ich bin schon ein ziemlich guter Verkäufer, aber ich müsste mich selber um den Verkauf kümmern. Mache ich jetzt nicht. Jetzt habe ich ein Team, das sich darum kümmert und dadurch läuft das komplett autark. Ich muss in dem Podcast nichts anderes machen, als mich einmal am Montag hinzusetzen, Interviews aufzunehmen mit spannenden Gästen, meine Folgen selbst einzusprechen und das kostet mich insgesamt vielleicht 2 Stunden Arbeit, die mit dem Thema noch zusammenhängen und dann ist das für mich durch. Und dann habe ich immer einen Vorlauf von 8 Wochen locker. Ich habe jetzt so viele Interviews aufgenommen mittlerweile, dass ich bis zum Jahresende, und wir sind jetzt gerade im September, kein einziges Interview mehr führen müsste. Also man kann wirklich mit einem Podcast so viel Automation schaffen und die Leute, und das finde ich immer witzig, das Feedback, die sagen, ey Raik, wie schaffst du das alles? Du arbeitest so viel, man sieht immer, dass du das alles alleine machst. Ja, das ist ein Stück weit der Anschein, der nach außen auftritt, weil wir das einfach mittlerweile auf ein Level gebracht haben, jeden Tag einen Social-Media-Post mindestens rauszuhämmern. Es kommt 3 Folgen die Woche raus. Aber wir haben das für uns im Hintergrund so eine Struktur gelöst, dass ich ganz, ganz viele Ameisen habe, die in diesem Prozess mithelfen. Und so haben wir quasi einen Riesenberg, der dort bewegt wird. Und ich muss letzten Endes nur an der kleinsten Stellschraube, den Inhalt, muss ich angreifen. Und das macht es mir entsprechend extrem einfach. Und so kannst du das ganze Jahr über Themenkanäle bespielen, ohne dass du selber großartig aktiv werden musst. Man merkt doch, du bist so echt getriebener. Ich merke das allein auch, wie du redest. Das ist einfach Energie und ich glaube, so steuerst du auch durch deinen Tag. Ne? Also du schaffst in 2-3 Stunden relativ viel, kann man sagen. Oder absolut. Also, agierst du auch, ne? Ja, also relativ simpel. Früher war ich genau anders. Ja, ist ja, man lernt ja irgendwie mal so nur durch seine eigenen Tiefschläge, so habe ich das Gefühl. Ich habe früher 100 Stunden die Woche gearbeitet, wie ein Wahnsinn. Ich habe gedacht, wenn du viel machst, dann kriegst du viel. So, ich habe früher auch gut verdient, aber wenn ich das vergleiche, die schlauen Leute sind doch nicht die, die 100 Stunden die Woche arbeiten und 6-stellig verdienen. Die Leute, die aus meiner Sicht schlau sind, die 6-stellig irgendwie im Monat oder am Tag machen und vielleicht nur 3-4 Stunden dafür arbeiten. Das sind die Leute, die es aus meiner Sicht verstanden haben. Und als dieser Mindshift kam, habe ich gesagt, hey, wie kannst du denn dein gesamtes Leben, dein komplettes unternehmerisches Auftreten in diesen Bereich reinbringen? Das wäre auch einer der Punkte, wie wir zusammengekommen sind, dazu gesagt hast, hey, du kannst deine Vertriebsprozesse komplett automatisieren und digitalisieren. Da ist bei mir gleich wieder Funkenflug gewesen. Da habe ich gesagt, ja, wie geil ist das denn? Also, dann ist das doch das einfachste Werkzeug, was ich nutzen kann. Muss ich auch sagen, ich entdecke solche Sachen ja dann auch immer wieder neu. Ja? Podcast, da würde ich sagen, bin ich mittlerweile Veteran. Da gibt es ja auch viele Leute, die von mir dann Unterstützung haben, obwohl sie schon erfolgreiche Podcasts haben. Aber jetzt zum Beispiel ein Thema Webinare, für uns auch etwas komplett Neues. Aber dann einfach so mit diesem Mindset wieder reinzugehen, okay, wie kann ich das aufnehmen? Wie kann ich die Struktur legen? Wie sieht der gesamte Prozess aus? Und das dann so sauber durchzudeklinieren, dass man selbst aus dem Prozess nur einmal Input liefert und dann letzten Endes die Früchte daraus ernten kann, das ist für mich das Großartigste. Und da gibt es so viele geile Werkzeuge, da ziehe ich mir alles, was es irgendwie gibt. Und das macht mir dann halt auch Spaß. Das ist aus meiner Sicht die Aufgabe des Unternehmers, da die richtigen Werkzeuge richtig zu orchestrieren. Du hast ja auch das Thema Podcast für dich entdeckt. Vielleicht kannst du den Zuschauern noch ein bisschen was dazu sagen. Oder da bist du ja ein Freak, dass man sagen darf. In diesem Thema hast du schon erzählt, wie du es perfektionierst. Aber vielleicht über das Medium an sich, kann man das auch bei dir lernen? Oder erzähl uns da noch ein bisschen was dazu. Gerne. Also wir haben mittlerweile eine eigene Podcast-Agentur ins Leben gerufen, weil uns halt so viele Leute gefragt haben, Mensch Raik, einen Podcast zu machen ist jetzt nicht die große Hürde. Ja, also wir hatten ja gerade im Vorgespräch, es gibt 35 Millionen YouTube-Channels, die aktiv sind. Es gibt nur knapp 700.000 Podcasts, das entspricht 2%. Also insofern, der Markt ist ja noch offen, aber es wird immer schwieriger, einen erfolgreichen Podcast auch in den Start zu bringen. So, und bei uns, auch da wieder relativ simpel, wir können Mitarbeiter über einen Podcast generieren, wir können neue Kunden über einen Podcast generieren und auch neue Partner. Wir haben eine Struktur gefunden, mit der es möglich ist, dass grundsätzlich jedes Unternehmen diese 3 Themen für sich erschließen kann. Das heißt, dass du von Tag 1 mit deinem Podcast Geld verdienen kannst. Und so starten die meisten Leute halt nicht in einen Podcast. Die meisten Leute sagen, ja, man macht einen Podcast und es ist Branding und dann gucke ich mal, was da so wird und vielleicht kriege ich dann Feedback. Aus meiner Sicht komplett der falsche Ansatz. Aber man kann Podcast wirklich als Vertriebswerkzeug aktiv nutzen und genau das geben wir Unternehmen auch entsprechend weiter, arbeiten jetzt mit Verlagen und sowas zusammen, die sagen, hey, wir wollen das entsprechend für uns aufbauen. Ja, ich habe mittlerweile erfolgreiche Podcasts in Deutschland-Charts, regelmäßig oben sind, die sagen, Mensch, Raik, so wie du das machst, finde ich das noch geiler, weil die machen jetzt mit sehr, sehr viel Aufwand den Podcast, aber haben nicht unbedingt den Benefit daraus. Und dann kommen die zu uns und sagen, Mensch,
wie kriege ich das auf die smarte Variante gelöst? Und genau dieses Wissen stellen wir dann auch entsprechend zur Verfügung. Wo kann man das bei dir lernen? Oder hast du eine Website? Oder irgendwie, wie kann man dich kontaktieren? Podcast-experts.de. Also podcast-experts.de. Dann einfach mal draufschauen. Auch regelmäßig in meinem Instagram-Channel verweise ich da mal drauf. Da findet man alles dazu. Und wenn man deinen eigenen Podcast anhören will, wo finde ich den? Vielleicht sagst du das auch noch. Auf Unternehmerwissen in 15 Minuten oder einfach meinen Namen mal eingeben, Raik Hane, der ist weltweit irgendwie einzigartig. Habe ich ein bisschen Glück gehabt, dass ich nicht da. Das ist gar kein Künstlername, so heißt du wirklich. Ich heiße wirklich so. Und genau, wie gesagt, den findet man, also ist, ich sag mal, es ist schwieriger, wenn man meinen Namen sucht, den nicht zu finden. Okay. Ich bin ja ein Pareto-Prinzip ist für mich so das größte und wichtigste Naturgesetz. Wenn du jetzt mal dein Unternehmen zurückblickst oder sagst, wo war dein 80-20-Hack bei dir? Oder würdest du deine Vita, deine Unternehmer-Vita nochmal machen? Welche 80% könntest du weglassen? Und ich bin mir sicher, wir finden immer, wenn ich die Frage stelle und man lässt es wirklich weg, also man kann immer tiefer reingehen und selbst wenn du schon 80-20 lebst, würdest du trotzdem 80% finden, die du eigentlich weglassen könntest, oder? Wenn du nochmal den gleichen Weg gehen müsstest, oder? Absolut. Also natürlich, alles, was wir bisher gemacht haben, hat uns dazu geführt, zu dem, was wir jetzt sind. Ja, wenn du was anderes willst, musst du was anderes tun, um jetzt in den Kalendersprüchen so ein bisschen drin zu bleiben. Ich sag mal, das, was im Kern deiner Frage drinsteckt, ist ja, was würdest du in Anführungsstrichen anders machen, wenn du es jetzt rückwirkend betrachtest? Und für mich auf jeden Fall eine Effizienz raus, um noch effizienter zum gleichen Ziel zu kommen oder mehr. Absolut. Und also die Frage ist immer, was ist 1:N machbar? Das ist eigentlich so die wichtigste Sache, die ich immer mal von den Wirtschaftsinformatikern gelernt habe. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Verkaufsgespräche führe, 1:1 ist das limitiert. Da bist du ja auch der Profi drin, sagst, guck mal, wie kann ich 1:N führen? Bei mir zum Beispiel war es als Unternehmensberater, ich habe immer dasselbe erzählt, deswegen habe ich den Podcast gestartet, weil ich gesagt habe, das kann ich doch eigentlich mal aufnehmen, wenn ich wie eine Schallplatte immer dasselbe erzähle. Ähnlich war ja die Intention bei dir. Du hast Webinare gemacht, bei mir war es der Podcast. Einfach aus Selbsthilfe heraus, weil ich keinen Bock hatte, immer mich denselben Fragen zu stellen und immer 1:1 zu sprechen. Das heißt, aus meiner Sicht ist da der größte Schlüssel drin. Wie kann ich eine Vielzahl und wirklich eine maximale Vielzahl von Menschen mit einer Message erreichen? Und deswegen bin ich zum Beispiel auch jemand, ich werde mindestens 1-2 Mal die Woche irgendwie gefragt, Mensch, Raik, kannst du nicht hier zu der Keynote kommen und würden dich gerne da haben und was sie auch teilweise für Honorare anbieten. Alles super, mache ich aber nicht. Warum? Weil das 1:N mir meistens zu klein ist. Das hört sich bescheuert an, wenn sie sagen, ja, aber du kannst da vor 30 Leuten sprechen. Sage ich, ja, das sind aber nur 30 Leute. Sage ich, ja, du kannst vor 500 Leuten sprechen. Sage ich, ja, Vorbereitung, Nachbereitung, Anreise, Abreise, alles Punkte. Das heißt, ich bin in der Regel mit so einer Keynote mal locker 2 Tage irgendwie beschäftigt. Und dann zu nur 500 Leuten zu sprechen. In derselben Zeit produziere ich, keine Ahnung, 20 YouTube-Videos, baller die raus, gibt das meine Agentur, drücke auf den Knopf, wie viele 1000 Menschen kann ich damit nachhaltig erreichen, die können sich das immer wieder angucken. Und das ist auch meine Erfahrung, wenn man so ein bisschen über den Teich guckt in Amerika, ich lerne ja auch viel von dort, wo die Leute einfach mal meistens so ein bisschen schneller mit den Themen sind. Ganz viele machen Keynotes nur noch im 2-stündigen Radius, das heißt 2 Stunden Fahrradius, weiter kriegst du die Leute nicht mehr vom Ofen hervorgelockt, weil die einfach sagen, hey, ich will bei meiner Familie sein, wenn ich gerade auch schon Digitalunternehmer bin, warum soll ich das nicht auch mein Leben integrieren und irgendwo hinten zu gurken, um dazu eine Handvoll Leuten zu sprechen im Vergleich zu dem, was wir mittlerweile sowieso schon erreichen können. Ja, also für mich immer, Smartphone hat mittlerweile dieselbe Qualität und Chance wie früher ein Fernsehsendewagen. Ja, das muss man sich einfach mal vorstellen. Wenn du ein Live-Video pusht und da wir auch noch Ads hinterballerst, kannst du einem Fernsehsender Konkurrenz machen. Das ist früher undenkbar gewesen. Deswegen bin ich da sehr, sehr picky, was meine Zeit angeht, um zu gucken, wo setzt du dich wirklich mit auseinander? Wo hast du einen maximalen Hebel? Also ich kann euch alle, ja, ihr erlebt ihn ja gerade selber, ich bin auch Fan von deinem Podcast. Ihr merkt, es ist nicht nur Fachwissen, sondern es kommt aber auch eine geile Energie bei dir rüber. Ja, das ist geil einfach nur. Ja. Also von dem her kann ich euch sehr empfehlen, zieht euch den Podcast rein und gib mir noch zum Abschluss vielleicht, wo geht deine Reise noch hin? Wo werden wir dich in 10 Jahren sehen? Gute Oder Frage. Hast du ein großes Projekt, wo du sagst, hey, damit aber jetzt so richtig hier? Also für mich ist halt genau das Spannende, wie kann ich einfach noch mehr Unternehmer erreichen? Ja, ich habe mal geguckt, ich bin ja da auch so ein bisschen ein Zahlenfreak. Wie viele Unternehmer kann ich im deutschsprachigen Raum erreichen, ja, wenn ich jetzt einfach in meiner Sprache bleibe? Und das sind knapp 1 Million. 1 Million Unternehmer sind grundsätzlich möglich erreichbar für mich da draußen. So.
wir haben jetzt so Podcast-Zahlen, ungefähr 25.000 Abonnenten, die regelmäßig hören. Das heißt, ich habe nochmal über 900.000, die da irgendwie auf mich warten. Und daran arbeiten wir halt gerade. Mit allem, was wir machen, geht es darum, mehr Unternehmern die richtigen Werkzeuge zur Verfügung zu stellen, damit sie noch besser werden können. Das ist das, was mich treibt. Das heißt, diese Intention, die ich als Sportler habe, selber besser zu werden, ich weiß, dass das jeder Unternehmer auch in sich hat. Deswegen passt das halt auch so gut. Meine Erfahrung ist, als Unternehmer, die sind alle schlau. Ich muss dir nicht deren Geschäft erklären. Das ist sinnlos. Ja? Deswegen arbeite ich mit Unternehmern, wenn ich die berate, ja auch nie auf der Ebene, was ist deine Branche? Das interessiert mich gar nicht. Mich interessiert der Unternehmer, wie der denkt, wie der tickt und welche Werkzeuge braucht er, um sich frei zu machen, um wirklich nach vorne gehen zu können. Und das ist das Ziel mit jeder Podcast-Folge, mit jedem Instagram-Post, dass die Leute eine Intention bekommen, die für sich umsetzen können und damit einfach nach vorne gehen. Und das ist auch das Feedback, was wir bekommen aus der Community. Die brauchen kein Blabla, die brauchen kein Fachspezifisches, die brauchen halt Leute wie dich, die sagen, guck mal hier, ich habe ein Werkzeug, du hast eine Herausforderung, du willst ein Loch in die Wand kriegen, dann hast du hier einen Hammer, Nagel, hau das Ding da rein oder die Bohrmaschine und los geht's. Fertig ist das Ding. Mehr muss man den Leuten gar nicht an die Hand geben und das ist die Aufgabe. Mega geiles Interview, mega geiler Content. Ich danke vielmals dafür. War wieder sehr, sehr bereichernd. Ist jedes Mal unser Gespräch und jetzt können auch die Leute da draußen noch profitieren. Für die, die neu sind im Kanal hier, lasst ein Abo da, lasst auf jeden Fall ein Like da und vor allem, wenn ihr mehr zum Thema Automatisierung lernen wollt, einfach den Kanal hier abonnieren. Wir sprechen über die tollsten Hacks, Strategien und Insights, wie man sein Business und sein Leben automatisieren kann. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao. Danke dir.